Herzlich willkommen. Gebetserhörungen sind Begegnung mit Gott. In Psalm 50 ist beschrieben, wie wir das machen können, Gott begegnen. Das steht im Psalm 50, Vers 15. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Probiere es einfach mal aus. Ja, und wir brauchen immer wieder Hoffnung und dazu möchten wir beitragen. Hoffnung um 12 mit dem Thema Versuchungen und Widersprüche. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Versuchungen und Widersprüche. Was kennen wir da alles? Es gibt verschiedene Größen, Dimensionen, Formen, Abstände. Versuchungen ist so eine tägliche, allgegenwärtige Sache, Widersprüche natürlich auch. Die Absicht dahinter ist, dir die Energie für deinen Tag zu rauben. Also nicht irgendwelche esoterische Energie, sondern wirklich die Energie für deinen Tag, dass sie geraubt wird. In Jakobus 1, Vers 12 heißt es, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Bewährungsproben. Heutzutage gehen die Menschen allem nach, was ihnen irgendwo begegnet, ohne noch zu bedenken, ist das irgendwo Sünde? Ist es verkehrt? Mache ich da wirklich alles richtig? Ja, die Freude ist zu bestehen, die Bewährungsprobe zu bestehen, der Versuchung zu widerstehen, führt uns eigentlich heraus. Es heißt auch in der Bibel oft, widersteht, führe, ja, führen ist Autorität, herausführen, da brauche ich Autorität und ich brauche innerlich die Kraft, dagegen anzustehen und nicht alles auf mich reinplätschern lassen, alles mitmachen, weil ich muss die Folgen dazu tragen. Das Ziel einer Versuchung ist, dich an einen Ort zu locken, wo du vergisst, wer du bist. Und ich sage dir, sei dir ganz besonders bewusst, die Verlockungen dieser Zeit heute, dass dies dich nicht irgendwo in die Ecke drücken und du nicht mehr weißt, wo es lang geht. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass wirklich uns Versuchungen klar werden, dass wir sie erkennen, dass wir wirklich die Autorität, die du uns gegeben hast, die Kraft, die du uns gegeben hast, dass wir da widerstehen können und, Herr, nicht den Versuchungen nachgeben. Danke, Herr. Amen. Amen. Das erste Gebetsanliegen heute ist für ein Kind, das Krebs hat. Und als Mutter berührt einen das ganz besonders. Unsere Tochter hat Krebs und ist noch nicht mal 2 Jahre alt. Es wurde eine OP durchgeführt, wo künstliche Bypässe gelegt wurden. Und die Leber musste rausgenommen werden, da eine Endoskopie nicht geklappt hat. Bitte unterstützen Sie uns mit Gebet. Und Jesus, wir legen dir dieses Kind wirklich in deine Hände und ich danke dir für eine vollkommene Berührung für dieses Kind. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass du der Herr bist über diese Krankheit, über diesen Krebs und auch diese Bypässe und auch das, die Leber. Danke, dass du ein Schöpfungswunder tust, dass diese Leber wieder in die göttliche Schöpfungsordnung kommt. Und ich danke dir, Jesus. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir glauben das. Und wir bitten dich jetzt um dein Eingreifen für dieses Kind. Und ich danke dir, dass du auch mit den Eltern bist, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen Zuversicht gibst und dass du ihnen Ermutigung gibst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für eine Koma-Patientin. Eine gute Freundin liegt mit Hirnblutung im Koma und braucht dringend eure Hilfe im Gebet. Und Jesus, wir legen dir auch diese Person hin, die im Koma liegt. Danke, Jesus, dass du diese Hirnblutung auch zum Stillstand bringst und dass jede Zelle, die da nicht hingehört, dass sie entmachtet ist und austrocknet. Und ich danke dir, dass du diese Person wieder vollkommen herstellst. Danke, Jesus. Sei du der Heiler in diesem Leib und bei dieser Person. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind eingeblendet.
Ein junger Mann hat keine Perspektive mehr und eine Mutter bittet um Gebet. Bitte betet für unseren 16-jährigen Sohn. Er ist ziemlich depressiv und hat keine Freude mehr am Leben. Betet, dass Gott ihm begegnet und er neue Zuversicht und Motivation bekommt. Was für krasse Gebetsanliegen sind das heute wieder. So Unmöglichkeiten, aber Gott ist der, der es möglich machen kann. Und ich danke dir, Herr, auch für diesen jungen Mann. Danke, Herr, dass du ihm begegnest, Herr, in deiner Kraft. Und Herr, lass ihn deine Liebe verspüren. Herr, danke, Herr, dass er wieder eine neue Perspektive bekommt, Herr, für sein Leben, dass er wieder Freude am Leben bekommt und Herr, dass er wieder, Herr, über seinen Schatten hinweg schauen kann. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Amen. Weit verbreitet sind auch Allergien. Eine Frau hat Lebensmittelallergien und bittet um Gebet. Sie schreibt: Bitte betet für mich. Ich habe zurzeit sehr oft Probleme mit Lebensmittelallergie. Ich reagiere auf verschiedene Lebensmittel mit Anschwellen von Zunge und Rachenraum sowie teils Atemnot, zum Teil aus dem Nichts heraus. Bitte betet für mich um Heilung. Danke, Herr, dass in diesem ganzen Körper, Herr, dieser Frau, Herr, dein himmlischer Friede reinkommt. Dass die ganzen Reize von den Allergien, alles, was da welches auslöst, Herr, dass das ein Ende hat. Ich danke dir dafür, Herr, was auch immer und wie auch immer das zu reparieren ist, du kannst es. Und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Not verschwindet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und es ermutigt uns immer auch, wenn wir Zeugnisse hören und was wir alles bekommen von Menschen, die das erlebt haben. Und ich habe einige mitgebracht. Von Bedrückung befreit, berichtet diese Frau. Sie schreibt: Durch das Hören von der CD von Daniel wurde ich von einer psychischen Bedrückung geheilt. Schon des Öfteren habe ich Heilung erfahren, worüber ich dann immer berichte. Für eure jahrelangen Ermutigungen in euren Briefen bedanke ich mich. Und eine Frau erfuhr Heilung bei einem Gottesdienst in Potsdam. Ich war bei euch beim Gottesdienst in Potsdam um Heilungsgebet. Es war sehr, sehr ergreifend, dass mir die Tränen kamen. Jesus war unter uns zu spüren. Daniel sprach davon, dass da jemand mit Schmerzen in der Leiste ist und keinen Stock mehr haben möchte. Mir fuhr es wie ein Messer in die Leiste. Es tat sehr weh. Als ich nach Hause ging, war der Schmerz plötzlich weg. Bis heute. Gebet für Tochter und Schwiegersohn erhört. Kein Abschied, sondern Heilung. Von einem Jahr bat ich euch um Gebet. Meine Tochter und mein Schwiegersohn waren an Krebs erkrankt. Beide konnten jetzt wieder ihren Dienst antreten. Meine Tochter im Schuldienst und der Schwiegersohn durfte mit Gottes Gnade an Ostern den Auferstehungsgottesdienst leiten. Sie hatten beide ein sehr schweres Jahr hinter sich und bei meinem Schwiegersohn sprachen die Ärzte zur Familie vom Abschied nehmen. Wir alle können Gott nur danken für die Gnade, die wir alle erleben durften. Und wie krass, wenn ein Ehepaar zur gleichen Zeit Krebs hat. Und wie wunderbar, wenn Gott da eingreift und Heilung schenkt. Gottes Gnade erlebt. Und da schreibt jemand: Gott ist so gut. Meine Tochter hat ohne Anstrengung nach schwerer Depression eine Anstellung in ihrem Wunschberuf erhalten. Ein großes Wunder. Danke, danke. Ich bin auch so dankbar, dass die bei mir festgestellten Polypen im Darm ohne Befund waren. Danke für die große Gnade unseres Schöpfers. Ja, Jesus gebührt aller Dank. Ja, wirklich, Jesus gebührt aller Dank. Als ich zum ersten Mal gestern von dem Zeugnis hörte, von der OP an der Leiste, wo es kurz sehr weh tat, dachte ich: Wow, während dem Gottesdienst operiert der Herr, hat er vielleicht die Narkose vergessen. Aber es ist so wunderbar, wie es Gott wirklich tut. Und danach ist es richtig
Gut, und das ist wunderbar. Hast du auch so etwas erlebt? Lass es uns wissen. Ja, die Versuchungen. Die Versuchungen. Und ich sag dir, lass nicht einfach dein Leben über dich hereinplätschern, sondern bitte Gott, dir zu zeigen, wo Versuchungen sind. Weisheit, den Versuchungen auch zu widerstehen. Und heutzutage ist man so gewohnt, ha, das tun doch alle, das ist doch heute Normalität. Ich sage dir, lass es dir von Gott zeigen. Und du darfst uns gerne deine Anliegen senden. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und wieder möchte ich dich nicht ermahnen, sondern ermuntern, unser neues Magazin zu lesen. Wenn du es noch nicht hast, bestelle es. Es ist völlig kostenlos. Schön, dass du dabei warst. Und wir verabschieden uns. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.